Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge unseres Let's Plays von Winkeltje, The Little Shop oder wie das Spiel lustigerweise in OBS heißt, Shopkeeper. Nun gut, wie wir es auch immer nennen wollen, wir haben einen eigenen Shop und der sieht mittlerweile eigentlich ganz nice aus, wenn wir mal ehrlich sind. Wir haben sogar ein Bild von Katzen. Also, ich meine, sieht das nicht geil aus? Müsst ihr halt schon sagen, oder? Ja, sieht noch ein bisschen, behelfsmäßig aus und bedarf auch noch ein paar Umbaumaßnahmen. Da bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Aber das kommt ganz gut. Ne? Wir haben auch hinten schon ein paar Plantagen. Das passt. Wir machen eine Türe, durch die nur wir raus können. Ne? Das ist ziemlich cool. Aber lass mal aufmachen für den nächsten Tag. Ne? Erntetag. Das Getreide wurde geerntet. Deswegen sind eine Menge Lebensmittel günstiger. Kunden kommen, um frisches Brot zu kaufen. Ja, wenn ich jetzt frisches Brot hätte, dann wäre das natürlich geil. Hier. Seid ja lustig. Sehe ich aus, als ob ich Brot habe? Ich habe kein Brot. Ich habe aber Artischocken. So, wir können mal Artischocken hinpacken, oder? Vielleicht kaufen sie Artischocken. So, was wolltest du? Lavendel? Ja, Lavendel können wir hier. Können wir. Passt. Können wir machen. Andere Dinge haben wir nicht, ne? Nee, haben wir auch nicht. Ja. Oh, der hat Wolle im Angebot. Ist das Spezialwolle? Profit 7. Profit 6. Oh, nice. Das ist aber auch eins mehr. Ist die von höherer Qualität? Ah. Muss wenn dann von höherer Qualität sein, oder? Profit 6. Profit 8. Oh, Holz. So, ja, komm. Hier wollte jemand Holz? Kannst du Holz haben? Du willst das? Kannst du haben? So, können wir hier. Ach, was? Du willst hier Lavendel? Ja, können wir. Kannst du haben? Du willst Kartoffeln? Kannst du haben, Mann. So, das einzig Traurige, was wir jetzt nicht haben, ist hier der Schnarchtrink. So, Holz, Hemd, Artischocken, mehr Artischocken. Du willst der Lavendel? Haben wir noch? Ja. Wir verkaufen euch alles. Pack einfach alles ins Regal, was ich habe. Ja, sorry, Äpfel ist nicht. Ich kann dir nicht helfen. Ich habe leider keine Äpfel, ne? Das ist, so leid mir das tut, ja. Macht euch vom Acker. Ah. Noch mehr Kartoffeln. Schön. So, Kamille und Kartoffeln. Die dauern, glaube ich, beide gleich lange. Ja. Yep. So, noch mehr Kamille. Jo. Ne? Können wir irgendwas bauen? Braun? Nein. So, da liegt Essen. Da liegt Essen. Da liegt. So, können wir das hier irgendwie. Ja. Yeah. Wir haben eine Menge Artischocken, sehe ich gerade. Tja, vielleicht kommt ja jemand zum Artischocken shoppen. Minenrausch. Ein kürzlicher Fund hat einen Bergbauansturm ausgelöst. Jedes Werkzeug wird so lange genutzt wie möglich. Deswegen sind Eisen und Kohle nun günstiger. Oh ja, wenn sie Eisen und Kohle kaufen, ist mir das egal. Also das ist komplett egal. Ne? So, was wollt ihr? Holz. Gut, dass ich schon wieder kein Holz habe. Ja, und Camilla haben wir auch keins mehr. Können wir mal ein paar Kartoffeln hinpacken.
Herrgott, was wollt ihr denn eigentlich alle? Okay. Ja, zwei, ne? Mehr können wir nicht kaufen, ne? Weizensamen, Gemüsesuppe. Ja, Kamille haben wir schon gekauft. Profit 5, ja, können noch. Das können wir noch kaufen, ne? Wenn wir so langsam, bin ich da eigentlich auch ein bisschen am Ende. Ja, zack. Ja. Ihr wollt alle Dinge, die ich nicht hab. Warte mal. Das haben wir aber. So, Moment. Bin gerade echt ein bisschen überfordert. Moment, nein. Ich nehme mal mit. Nein, ich will dich. So, danke. Du willst noch ein Hemd? Hemden haben wir nicht. Spargel haben wir auch nicht mehr. Oh, die werden so saumäßig unzufrieden sein. Wir haben halt irgendwie gar nichts mehr, ne? Ja, tut mir leid, ne? Also, ich kann euch hier noch ein bisschen davon anbieten und Kartoffeln und noch einen Apfel und vielleicht noch eine Kartoffel. Noch eine Kartoffel. Also, heute war nicht so ein guter Tag. Die sind echt ein bisschen sauer, glaube ich, oder? Verdammt. Nun gut. Wir können das hier wohl kaufen, oder? 3,75. Nein, das klingt doch nicht. So, also der Tag war ja echt eine Katastrophe. Und ja, dann lass uns mal Kamille anbauen. Den Rest, also ich bin jetzt mal ganz ehrlich. Ja, wir wollen die Pflanzen entfernen. Das ist ja katastrophal. Also Artischocken sind ja echt die absolute Hölle. Wie viel haben wir denn eigentlich? 4 und 2. Ja, das reicht dann auf jeden Fall mal dafür. So, dann lass doch das mal hier austauschen. So, weg. Perfekt. So, den restlichen Mist haben wir noch dabei. Klasse. Wir brauchen ein bisschen mehr Umsatz. Danke. Warum brauchen wir jetzt einen anständigen Umsatz? Bisschen schwer, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, jetzt, wir haben nie die richtigen Waren. Müssen wir schauen, dass wir hier wirklich die richtigen Sachen zusammenkriegen. So, sie findet schon wieder nicht, was sie will. Und sie will wahrscheinlich Spargel. Ja, genau. Ist wirklich perfekt, dass sie jetzt Spargel haben will. So, er will Weizen. Ja, Weizen pflanze ich nicht an und Wolle habe ich auch nicht. Kamille ist auch nicht dran. So. Nehmen wir hierbei welche mit. So, Holz, Profit. Nehmen wir 4 Holz mit. Wieder ein bisschen mehr Holz. Nägel sind relativ teuer. Finde ich nicht gut. So, wir können vielleicht noch 4 Heiltränke mitnehmen. Hufeisen sind ziemlich teuer. Das ist zumindest eine Option, ne? Ich weiß ja nicht, was die noch vielleicht alles brauchen könnten oder kaufen möchten. Ja, also alles mit allem können wir nicht dienen. Ah, okay, er hat noch Getreide.
So, Spargel ist aber nicht drin. Okay, also die Sachen, die werden wohl ein bisschen eher gekauft, habe ich so das Gefühl. Also, das geht immer gut weg. Finde ich sehr interessant. Ja, habe ich leider nichts für dich. Nur 23, nenne ich aber jetzt auch mal einen guten Tag, ne? So, Kartoffeln und Kamille. Ja, super viel Kartoffeln will ich jetzt aber eigentlich auch nicht anbauen. Ja, müssen wir schauen. Ha, gut. Das hier können wir auf jeden Fall mal machen. Wir können endlich hier... Ja. Furniture freigeschaltet. Ja, nice, ne? Stuck und Ziegelstein, neuer Eingang. So, lass mal schauen. Das ist der aktuelle. Oh, das ist der neue. Sehr geil. Natürlich will ich die Änderung übernehmen. Das sieht ja awesome aus, sieht das, ne? So, wartet mal. Das können wir doch hier sicher noch ein bisschen optimieren, oder? Fensterladen? Nee, hier. Ist das hier auch Stuck und Ziegelstein? Wand? Fensterrahmen? Das ist doch hier, ne? Das ist das normale und das hier mit Stuck, ne? Ja, das soll hier mit Fensterchen, ne? Dann lass doch mal hier schauen. Funktioniert. Das ist irgendwie. Bisschen buggelig, ne? Eigentlich möchte ich das hier nur so hinpassen. Kann ich das hier? Okay. Mal ja kurz gucken. Ja, das sieht doch jetzt eigentlich ganz nice aus, ne? Aber glaube ich nicht der, gell? Hallo? Ich würde das gerne. Darf ich das hier nicht? Okay. Ja, wir möchten diese Änderung übernehmen. Danke. Sieht unser Laden irgendwie auch so ein bisschen halbgar aus. Das hier ist mit Fenster, ne? So, wechseln wir nochmal dahin. Ah, das hat funktioniert. Das hat funktioniert. So, ich glaube, ich muss das nämlich erstmal hier markieren. So, gehen wir nochmal hin. Ah, seht ihr? Wird das ausgewählt und dann passt das nämlich auch. So, mit Fenster. Oh ja, sehr schön. Machen wir das hier einfach mal so. Und das ist, glaube ich, alles noch ganz normal. Da hatten wir noch keine Fenster und nichts. So, das ist mit Türe. Sehr schön. Das ist hier wieder ohne Türe. Und ich glaube, hier drüben hatten wir auch keine Fenster drin, ne? Bisschen traurig, dass wir hier nichts mit Fenstern haben, aber ja, seid drum. So, jetzt haben wir das mal komplett geändert. Den Fußboden. Ich weiß nicht, ob das gut aussieht, wenn wir das hier irgendwie mit... sag mal hier. Nein. Oder? Nee. Ja. Bitte? Also, jetzt bin ich ja mal ganz ehrlich, aber der Laden, der sieht ja jetzt schon schön aus, ne?
So, für Kunden abschließen. Check. Ja, nur gut. Dann war weiter im Text. Nächster Tag. Zahle jetzt? Nee. Laden öffnen. Wir zahlen am Ende des Tages. Der Laden ist für einen Tag doppelt so lange geöffnet, aber es kommen mehr als doppelt so viele Kunden wie normalerweise. Ja, super Tag. Perfekt. Dafür haben wir wahrscheinlich zu wenig Ware. Midnight Shopping. Super. Kann ja nur schief gehen. So. Kauft ein. Ja, ich habe leider nichts, mit dem ihr euch abschießen könnt. Das kann ich hier hinpacken. Okay. Halt, Moment. Lavendel. Äpfel. Profit ist aber hier höher, ne? Was noch? Mehr Äpfel? Ich weiß nicht, wollte auch jemand ein Hemd? Ich hab's nicht gesehen. Ja, Kartoffeln habe ich nicht gesehen, aber lass uns noch ein Hemd kaufen, ne? So, Äpfel. Ihr wollt noch mehr Äpfel? So, da haben wir sonst nichts mehr. Also, und das Regal hier scheint ja irgendwie sowieso keiner hinzuwollen. Okay. Das war ziemliches Chaos. Wirklich, das war ein ziemliches Chaos. Also Fakt ist auf jeden Fall, wir müssen das hier definitiv anders organisieren, weil das funktioniert so nicht auf Dauer. Und dieses Regal hier drüben scheint null zu funktionieren. Wirklich null. Okay. Das wollte ich nicht. Das war nicht so geplant. Änderung übernehmen? Nein. Ja, bitte. So. Achso, mit R können wir das direkt wieder auffüllen. Oh, gut, dass ich das erst jetzt sehe. Tja, die große weltbewegende Frage ist, packen wir das jetzt irgendwo hin, oder? Ja, ich hätte das eigentlich gerne dahingestellt. Aber das funktioniert irgendwie nicht so ganz, ne? Wir wollten einen Tisch kaufen. Der sieht doch ganz nice aus. Das ist doch ein toller Tisch, oder? Warte, den wollte ich jetzt eigentlich nicht nochmal verschieben. Den finde ich toll. So, das ist ein Tisch, auf dem präsentieren wir spezielle Ware. So. So, lasst uns mal hier kurz ein bisschen aufräumen.
Du bist jetzt hier offiziell der Eisenschrank. Machen wir das am besten so. Hier in die Ecke setzen wir. Moment. Machen das hier so. Jetzt haben wir hier nur das ganze Luxuszeug stehen. Dann hätte ich fast gesagt. Wir haben gerade ein bisschen viel von solchen Sachen. Okay, jetzt haben wir das hier mal ausgeklammert. Das heißt, wir werden hier nochmal teurere Sachen präsentieren. So, dann packen wir hier Holz hin. Teures Holz. Nehmen wir die Kartoffel darunter. Einfach hier so die Holzecke, keine Ahnung. Apfel. Trank. Auch ein Apfel. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie wir es am besten organisieren. Sage ich euch ganz ehrlich. Aufwertung auf Stufe 2. Oh, das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Das müssen wir uns jetzt mal gleich noch angucken. Das ist, jetzt bin ich verwirrt. So, haben wir das da hingestellt. So, das ist doch schon mal gut. Ja, da sind dann hier Tränke, dann könnten wir das noch mit dazu packen. So, jetzt ist das hier alles mal eingelagert. Nochmal Holz. Ich meine, das ist der schönste Holztisch der Welt. Ne? Das ist mal sicher so. Wartet, Moment. Lassen wir hier stehen. Den möchte ich nur noch ein bisschen optimieren. Ungefähr so, ja. Wir müssen Schulden bezahlen in 5 Tagen, ja. Ja, das Ding hier ist mir so ein bisschen Dorn im Auge, ne? Wir könnten allerdings. Das hier wäre jetzt eine Option. Das wäre definitiv eine Option. So, wir pappen dich einfach mal ganz kurz dahin. Schnappen dich. Perfekt. Optimal. Dieses Brett hier sieht jetzt ein bisschen verloren aus, aber sei drum. Genau, so geht das nicht. Nochmal ganz kurz dahin. Ich will nämlich ganz kurz mal das Ding hier in die perfekte Position bringen. So, dann sieht das nämlich einfach mal hier ein bisschen schöner aus. Und dieses Regal. Können wir sogar lustigerweise noch dahin packen. Sieht dann echt ein bisschen dämlich aus. So, ich glaube so. So sieht das besser aus, wenn das nicht so ganz pep an der Wand steht. Das hier müssten wir echt ändern. Dann können wir nämlich da noch den Dings drüber packen. Zack. Ja, wollen wir ändern. Danke. So, jetzt kommt allerdings da keiner ran. Jetzt kommt aber jemand ran. So. Sieht noch ein bisschen gruseliger aus als vorher. Ja. Ist jetzt wie es ist. Ist wie es ist, ne? So, lassen wir mal hier kurz noch unser Beet fertig machen. Ja, klasse. Noch mehr Kartoffeln. Yay, super. Okay.
Dann lasst uns mal hier Dings einpflanzen. Perfekt. Und. Voilà. Hier die beiden einpflanzen. Das passt. So, da ist der Spargel drin. Ja, dann pflanzen wir hier einfach mal die Kartoffeln an. Dann sind wir auf jeden Fall mal das hier los. Der Rest kann uns dann erstmal ein bisschen am Hintern vorbeigehen. Und hier produzieren wir dann erstmal. Wie viel haben wir denn? 6 und 4. 3 Stück reichen. Und noch ein Heiltrank. So, perfekt. Haben wir die erstmal produziert. Ja, doch, den können wir eigentlich noch hier auslagern. Ja. Und statt Äpfel. Stellen wir die beiden mal da rein. So, zack. Neuer Tag. Laden offen. Es ist Sommer. Ressourcen werden teurer. Nahrung wird günstiger und etwas mehr bei Kunden ankommen. Also es ist gut, dass wir noch Äpfel haben. So, schauen wir doch mal, wie gut Nahrung ankommen wird. Und ob sie unseren Laden ein bisschen mehr mögen. Wir müssen da echt mal gucken, dass wir demnächst mal erweitern. Käse. Ja. Ich weiß nicht, ob ich eine Kuh hätte. Ach, du möchtest Kartoffeln? Ja, mit Kartoffeln kann ich dienen. Bitte sehr. So, können wir gleich noch mehr Kartoffeln? Spargel haben wir noch nicht. Käse, nein. So, Spargel, Kartoffeln, Käse. Eher weniger. Eisen haben wir definitiv genug. Tränke können wir noch welche holen und Wolle wäre gar nicht so blöd. So, können wir auffüllen. Was? Quatsch. Nein, ich will doch nicht zumachen. Ey, ich will nicht zumachen. Mal auffüllen. Eisen. Können wir definitiv bedienen, den Wunsch. Und, oh, Ladenstufe 15. Sehr schön. Nein, damit kann ich nicht dienen. So, was möchtet ihr noch alle haben? Damit kann ich nicht dienen. Es tut mir wirklich leid. So. Damit können wir auch nicht dienen. Ja, wir können nicht immer alles erfüllen. Ich gebe einen Fertigkeitspunkt aus, um eine Werkbank freizuschalten. Ja, das machen wir ja sehr gerne. Was für eine Werkbank? Werkzeuge? Schneiderwerkbank? Oder ein Herd? Ich bin ehrlich, ein Herd finde ich jetzt toll, denn wir haben ja Kartoffeln und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir damit irgendwas machen können. So. So, pflanzen wir gleich an. Ja, es wird Zeit, dass wir vielleicht eine kleine Erweiterung wieder machen. Bin auch ganz ehrlich, also der Tisch war ja eine gute Idee, aber naja. So, vielleicht sollten wir eine Erweiterung in die Richtung machen, dass wir vielleicht hier im hinteren Bereich, vielleicht bauen wir hier auch noch eine Türe ein. Das ist, was sonst nur 68, das ist fast geschenkt. Mehr geht erstmal nicht. Mehr geht erstmal nicht. So, Steuerung einrasten. Die Frage ist, können wir die Palette auch draußen hinstellen? Ne, die muss schon drinnen stehen, ne?
Ja, passt wohl nirgends anders hin. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, die Werkbank, den Herd können wir uns jetzt auch nicht mehr leisten. 50 doch, wir können uns noch einen Herd leisten. Yay, nice. So. Wir können noch hier hin und wir können auch noch hier hin. Yay! Was können wir denn machen? Gemüsesuppe mit egal was. Sehr geil. Und Haferbrei, dafür brauchen wir Weizen. Ja, Freunde, also in dem Zusammenhang wird dann natürlich auch das Thema mit den Küchenbeeten oder mit dem Gemüsebeet wesentlich interessanter, ne? So. Mal wieder umdrehen. Da können wir dann wirklich mal warten, bis wir, oder was wir dann hier alles noch Schönes haben. So, jetzt lasst uns erstmal hier noch vielleicht ein paar Tränke produzieren. Was brauchen wir denn hierfür? Ja, da brauchen wir Alraune. Brauchen wir definitiv mal Alraunensamen, dass wir hier irgendwie mal einsteigen können in das Thema. Da haben wir aktuell 3 Stück. Ich glaube, das stellen wir erstmal hier einen her. Und dann nochmal hier 2. Und dann war es sowieso erstmal. Immer gut, dann noch weiter auf Lager zu haben. Und dann machen wir den Schuppen wieder auf. Müssen wir mal gucken, in 4 Tagen müssen wir hier unsere Schulden bezahlen. Es ist gut, dass du genau das willst, was ich jetzt gerade nicht liefern kann, ne? Das ist, ist wieder so typisch. Jetzt wollt ihr Kamille. Und Weizen. So, hast du Kamille? Nee, hast du nicht, ne? Ja, ich will aber eigentlich Alraunensamen verkaufen. Ne? Das ist halt irgendwie so ein bisschen... Ja, Weizensamen können wir auf jeden Fall mal 2 Stück kaufen zum Einpflanzen. Lavendelsamen. Eigentlich bräuchten wir noch mehr, mehr Kamillesamen. Das wäre echt gar nicht so schlecht. Und Artischockensamen könnten wir... Ja, die sind aber jetzt gerade echt ein bisschen teuer. Sorry, kann ich nicht helfen, kann ich nicht helfen, kann ich nicht abdecken. Wolle haben wir auch nicht. Müssen wir warten, ob vielleicht nochmal der zweite Händler kommt. Ihr wollt so viele schöne Dinge. Ich kann's nicht. Und Käse auch nicht. Wir sind extrem schlecht ausgerüstet aktuell. Tja, dann können wir sie nämlich auch gleich abweisen, wenn sie uns sowieso... Ja. Kein wirklich guter Tag. 65. Weniger hätten wir wahrscheinlich auch nicht mehr verdienen können. Sorry. Naja, jetzt kriegen wir langsam wieder ein bisschen was zusammen. So, hier wächst Spargel. Dann wächst hier Kamille. Hier wächst ja auch nochmal Kamille. Da wächst das. Dann können wir hier auf jeden Fall nochmal Kartoffeln einpflanzen. Und da wir nochmal Kartoffeln übrig haben, pflanzen wir die hier drüben mal. So, zack. Thema erledigt. Und wir haben jetzt hier leider nichts, was wir noch... Sag mal, da fällt mir jetzt gerade ein hier. Was reicht denn hier? Also... Bohnen, okay. Kohl, okay. Artischocken, ja, check, check. Ah, okay. Kartoffeln reichen leider nicht, ne? Schade. Wäre eigentlich irgendwie ganz nice gewesen, wenn man auch Kartoffeln hätte nehmen können. So, wir stellen 2 Tränke her und den Rest stellen wir einfach mal so in Verkauf.
Und ich glaube, das machen wir so. Dann können wir theoretisch gesehen noch einen Schlaftrank herstellen. Optimal. Und ja, ich glaube, den packen wir einfach mal hier unten hin. Und dann machen wir unseren schönen Shop nochmal auf. So, kommt rein. Kommt rein in den wunderschönen Little Shop, der hoffentlich bald größer wird. Müssen wir echt mal erweitern. Der Ladenfläche. Ja, kauft Äpfel. Du möchtest Alraune, ja. War mir irgendwie klar. Okay. Artischockensamen. Und Lavendelsamen. Ich glaube, der Schlüssel zu Umsatz ist, sind die Felder. Nicht genug Geld für diese Ware. Kosten 84, ah verdammt. Felder sind definitiv der Schlüssel. So, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir ein bisschen was verkauft kriegen. So, es ist Sommer. Vielleicht wollt ihr einfach noch ein paar Kartoffeln haben. Ich hoffe es zumindest. Wir hätten noch Kartoffeln im Angebot. Leider Gottes haben wir keine Schuhe, nichts. Oh, Kamille. Und Weizen und Kartoffeln. Oh ja, der verkauft jetzt hier alles. So, das Gute ist, dass wir praktisch kein Geld mehr haben. Das ist sehr, sehr gut. So, 17 dafür. Ergebnis, plus 1. Ah, das sind hochwertigere Samen, da ploppt mehr Zeug raus. Zack, bloß. So, das sind normale Lavendelsamen. Ne? Wenn Sonne ist, gibt es sogar nochmal mehr. Okay, dafür haben wir nicht genügend. Ja, blöd. Bis wir das alles angebaut kriegen, dauert es ein bisschen, weil wir können uns jetzt erstmal gar nichts mehr leisten. Ja, läuft mit unserem Schuppen. Ja, machen uns super beliebt. Und das kriegen wir auf jeden Fall noch verkauft. Ja, tut mir leid. Willst du noch irgendwas? Schön. Immerhin noch ein kleines bisschen Umsatz gemacht. 62. Nicht die Welt. Nicht die Welt, meine Freunde, nicht die Welt. Ja. Können wir auf jeden Fall mal anbauen. Und den Rest bauen wir dann auch noch an. Eieieiei. Eieiei. Das ist wirklich ein Drama zum aktuellen Zeitpunkt. So, das nehmen wir mit. Das stellen wir aus. Lass uns mal schauen, dass wir hier noch ein bisschen was herstellen. Zack. Einmal herstellen. Stelle mehr her. Genau. Stellen so viel her, wie wir können. Anderes bleibt uns ja gar nicht übrig. Das aufgefüllt. Machen wir das hier einfach auch noch. Und lasst uns einfach aufmachen, schauen, was noch Schönes passiert. So, Kamillesamen, die sollten wir schnellstmöglich einpflanzen. Allerdings brauchen wir auch noch 91, um unsere Schulden zu bezahlen. Sollen wir hoffentlich mal ein bisschen Umsatz machen. So, da will noch jemand Eisen.
Haben wir noch Eisen? Nee, haben wir nicht. Wolle haben wir auch nicht. Da wir keinen Umsatz machen. Können wir auch nichts kaufen. Das Einzige, was wir kaufen können, ist... sind Äpfel. Mehr als Äpfel können wir echt nicht kaufen. Hoffnung, dass uns zumindest die Äpfel ein bisschen was bringen. So. Davon haben wir leider auch keinen mehr im Angebot. Nein, Käse haben wir immer noch nicht. Ist aber auch echt interessant, was die immer alles wollen, ne? Plus 19, ja, das ist gut. Wolle. Sehr teuer. Möchte ich wohl aktuell nicht kaufen. Schmerzsalbe können wir definitiv kaufen. Und Spargel können wir sicher auch 2 Stück kaufen. Ja, beim Rest kann man leider nicht dienlich sein. Es tut mir leid. So. Gut, wir können eine Menge ernten. Und wir können noch mehr ernten und ich glaube, ich kann mich gleich gar nicht mehr bewegen. So, hier pflanzen wir Weizen ein. Das ist mal sicher. Hier werden wir Lavendel einpflanzen. Hier werden wir Kamille einpflanzen. Da wir wesentlich mehr Kamille brauchen, werden wir hier ebenfalls Kamille einpflanzen. Und hier drüben ist Weizen. Wo der Weizen ist, werden wir auch noch Lavendel anbauen. Und Nahrung werden wir dann nochmal in einem separaten Beet anpflanzen. Jetzt lasst uns erstmal ein paar Tränke herstellen. Plus, ich weiß nicht, ob wir vielleicht sogar was zu essen herstellen können. Könnten wir theoretisch. Allerdings werden wir jetzt hier erstmal... werden wir das erstmal herstellen. Und so, passt. Und haben wir die auch noch hergestellt. Und jetzt würde ich fast sagen, werden wir hier mal ein bisschen was austauschen. Schmerzsalbe, dann können wir hier die Kartoffeln mal rausnehmen. Und dann lasst uns einfach zahle jetzt. Am Ende des Tages. Ja, ich weiß, dass ich überlastet bin. Wir müssten eigentlich auch theoretisch gesehen, es war vielleicht ein Fehler, ein neues Lagerbrettchen irgendwo hinbauen, beziehungsweise eine Palette. Allerdings hoffe ich eigentlich, wir haben ja Gott sei Dank nicht so viele weite Fußwege, dass wir vielleicht das eine oder andere verkauft kriegen, sodass wir schnellstmöglich ein bisschen Umsatz machen, ne? So, Artischocke, check. So, Wolle. So, Haferbrei, ne? Könnte ein bisschen Käse kaufen. Ja, Lagerkapazität. Wir sind bis oben hin knüttelvoll. Also wissen wir jetzt auch ganz genau, warum wir schauen sollten, dass wir in Zukunft nicht so voll beladen sind.
Ja, kauft schöne Dinge. Weiß, ich habe keine Wolle und keine Schuhe. Kauft trotzdem schöne Dinge. Wir müssen dringend schauen, dass wir irgendwie auch noch Alraune herstellen. So, jetzt sind auch garantiert alle unzufrieden. So, kann man das hier mal... das Ganze mal ein bisschen umoptimieren. Ja, dass ich überlastet bin, das habe ich auch schon gemerkt. Vielen Dank, liebes Spiel, für diese tolle Information. So, wir gießen das jetzt noch einmal. Und dann, meine Freunde, sind wir auch schon am Ende mit der nächsten Weizenernte. Wir müssen dringend mehr Lagerfläche produzieren. Das wird so nicht funktionieren. Und die Schulden werden immer höher. Wir müssen echt mal gucken, dass wir demnächst Schulden gleichen. Es geht so echt nicht mehr. Problem ist, wir bräuchten jetzt eigentlich, müssen jetzt eigentlich irgendwie was zwischenlagern. Bisschen blöd? Ja, yep, gebe ich zu. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne ein Abo und ein Like da lassen. Beim nächsten Mal wieder mit einschalten. Gerne kommentieren. Und bis dahin, macht's gut.